Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Du kommst als Spieler immer mehr in eine Führungsposition. Ja, du bekommst immer mehr Verantwortung. Auch dieser Wechsel mit Benny Herd in der Mittelposition macht euch natürlich nicht so berechenbar, na, weil da seid ihr natürlich, selbst wenn ihr beide auf der Platte steht, immer im Wechsel. Wie weit nimmst du diese Führungsrolle gerne an? Ja, natürlich sehr gerne. Also ich wollte eigentlich diese Position schon immer haben. Klar bin ich ein Rückraum-Mittelspieler. Ich muss mit meinen Aktionen sozusagen das Angriffsspiel vorne lenken und steuern und kann natürlich mit meinem Input, also mit der Spieltaktik eben und durch die Spielzüge, die wir eben haben, kann ich das Spiel in eine gewisse Richtung lenken. Und da fühle ich mich sehr wohl drin und das habe ich auch schon über Jahre immer gemacht, also beziehungsweise mein ganzes Leben lang, weil ich eben immer auf der Mitte gestanden habe und ich genieße die Position. Ich will natürlich auch das Vertrauen, was mir da eben in die Wiege gelegt wird, definitiv zurückgeben. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und das schaut auch gut aus. Man hat dann manchmal so Spiele, da läuft es einem nicht so und dann bist du auch derjenige, wo du dann sagst, komm, mach du jetzt, weil ist irgendwie nicht, da ist man auch fair genug und Mannschaft genug, um da zu sagen, so, jetzt musst du. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind nicht beim Tennis, wir haben jetzt nicht einen Einzelspieler, sag ich mal, in unserer Mannschaft, sondern wir kommen natürlich immer übers Kollektiv und das ist natürlich gerade in Rimpa eben auch so. Und wenn man natürlich mal merkt, man hat jetzt einen schlechten Tag erwischt oder es läuft vielleicht in den Würfen nicht, dann konzentriert man sich natürlich auf andere Aufgaben. Das heißt, im Angriff jetzt einen anderen Spieler in die Position zu bekommen, zu kriegen, Räume für andere zu schaffen, indem er mehr ins 1-gegen-1 geht und probiert, den Gegenspieler zu ziehen, dass eben die Mannschaftskollegen, die natürlich auch noch auf dem Platz stehen, die nötigen Freiräume haben. Und ich denke, das sind wir alle in der Mannschaft so gepolt, dass wir das dann eben auch akzeptieren, wenn es mal nicht so läuft, weil letzten Endes wir gewinnen als Team und wir verlieren auch als Team und das ist das Wichtigste. Was bedeutet für dich das duale System bei den Wölfen? Ja, also ich muss sagen, also generell Rimpa ist eine gute Anlaufstelle, gerade für dieses duale System. Also man merkt, glaube ich, in unserer Mannschaft, dass wir neben dem Handball natürlich auch noch andere Aufgaben haben, sei es jetzt Studium, sei es Arbeit oder sonstige Dinge. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, auch für die Persönlichkeit, beziehungsweise auch mal für den persönlichen Werdegang, für nach dem Handball. Um einfach mal den Kopf frei zu bekommen, gerade in der aktuellen Situation. Wir trainieren 8-mal die Woche. Natürlich auch individuelle Einheiten in Form von Krafttraining oder Laufeinheiten. Und da ist es gerade auch mal wichtig, nicht immer nur den Ball hinterher zu rennen oder irgendwelche Gewichte zu stemmen, sondern einfach mal die Birne einzuschalten und einfach mal weg von dem ganzen Sport zu kommen. Und da muss ich sagen, sind wir hier in Rimpa auf einem richtig guten Weg oder sind ein gutes Aushängeschild in Deutschland, in der zweiten Handball-Bundesliga. Natürlich machen das andere Vereine auch und man merkt auch, dass die Vereine ein Umdenken langsam eben besitzen. Das heißt jetzt zum Beispiel in Dresden haben wir auch mit den Leuten dort unterhalten oder generell in anderen Mannschaften. Da wird dieses System auch gefordert. Also es ist eminent wichtig, gerade für den Kopf, falls es mal schlecht läuft, auf andere Gedanken zu kommen und eben auch für die Zukunft, um da vorzubeugen, falls man mal verletzt ist, beziehungsweise wenn das Karriereende naht. Wie siehst du deine Zukunft? Beim Handball oder eher in deinem Beruf? Ja gut, ich bin jetzt 26. Ich hoffe natürlich, dass ich so lange wie möglich Handball spielen kann. Auf der anderen Seite beuge ich in der Form natürlich auch schon vor. Also ich werde jetzt mein Studium demnächst abschließen. Ich arbeite jetzt auch schon 2 Jahre bei Infosim, sozusagen beim Hauptsponsor von den Wölfen. Und man muss da definitiv auf jeden Fall vorbeugen. Also man darf nicht im Hier und Jetzt eben leben. Jetzt momentan ist es schön. Man kann immer das machen, auf was man Lust hat, in Form von Handball. Man hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, vorzubeugen für nach der Karriere, weil ja, die Rente bekommt man nicht, sag ich mal, mit 34 oder 33, je nachdem, wann man aufhört. Und es sind halt dann immer noch bestimmt mehr als 30 Jahre notwendig, um dann eben auch sein Einkommen zu sichern. Und deswegen muss man da auch sehr zukunftsorientiert denken. Ja, es wird manchmal so belächelt, ne? Wenn ein Profisportler beim Hauptsponsor arbeitet, dann fragen so manche, ja, ist er da wirklich, geht er da wirklich hin oder ist das nur auf dem Papier? Wie sieht so die Einteilung bei dir, so die Tageseinteilung zwischen Arbeit und Handball aus? Ja, also ich habe 2 feste Tage in der Woche, wo ich eben arbeite, also halbtags. Ich habe immer den Freiraum,
für auch gerade eben jetzt für meine Bachelorarbeit, um meine Bachelorarbeit zu schreiben, um ins Training zu gehen, um dann eben noch auf der Arbeit auch noch präsent zu sein und zu arbeiten. Also sprich jetzt, ich gehe auf die Arbeit, lass es zum Beispiel den Tag heute sein, ich gehe auf die Arbeit, komme dann eben nach Hause sozusagen und gehe abends ins Training. Es gibt auch manchmal Trainingseinheiten, wo wir eben Frühtraining haben, dann gehe ich auf die Arbeit, dann habe ich noch ein bisschen Freizeit, was weiß ich, ich schaue ein bisschen Video ein, mache ein bisschen Videostudium zur Vorbereitung auf den Gegner und dann haben wir eben abends Training und es bleibt noch viel Freizeit für einen übrig, aber die Zeit muss auch sinnvoll genutzt werden und das mache ich auch. Das machst du. Ja, habe ich gehört, dass du das sinnvoll nutzt. Man wird älter mit der Zeit, genau. Man wird reifer. Und da gab es dann bei dir vor einiger Zeit ein freudiges Ereignis. Du hast geheiratet. Genau, richtig, ja. Ja. Also genau, standesamtlich verheiratet bin ich ja schon seit Januar, das sind wir seit Januar verheiratet. Und dann eben in der Sommerpause haben wir dann die kirchliche Trauung gehabt und das war ein richtig schönes Fest, schönes familiäres Fest mit Freunden, Kumpeln und Familie, auch mit einigen Mannschaftsteilen sozusagen. War eine richtig schöne Sache und man denkt richtig gern noch an den Tag zurück. Familie, Planung, steht da was an? Nein, offiziell nicht, aber natürlich... Der Handball braucht Nachwuchs, ne? Also. Ja, genau, ja. Nein, wir sind ja in der Jugend auch gut aufgestellt, also das muss man auch mal anmerken sozusagen. Nein, also ich denke, das ist dann auch ein Aspekt, man wird definitiv älter und natürlich hat man sich mal als kleiner Junge sozusagen vorgenommen, dass man auch gerne Vater werden möchte und es wird die Zeit eben zeigen, wann sowas eben passiert und ja, also wie gesagt, ich bin nicht abgeneigt, Vater zu werden. Wir gucken mal, was passiert und ja. Hast du bei all deinen Aktivitäten also auch noch Zeit, eben Freizeit, andere Hobbys? Außer Handball? Ja, doch schon. Klar treffe ich mich in meiner freien Zeit mit Freunden. Natürlich sitzt man auch zu Hause, guckt Fernsehen. Ich glaube, das macht jeder sozusagen. Ansonsten bin ich generell Sport interessiert. Also ich gucke sehr gerne Spiele in der NBA, in der amerikanischen Profi-Basketball-Liga. Und dann bin ich noch ein leidenschaftlicher Fußballfan vom 1. FC Nürnberg. Also das sind eigentlich so diese Hobby-Klubberer, genau. Nein, und allgemein ist das Sportinteresse bei mir sehr hoch und ja, ansonsten, man macht halt auch das, was man in der Freizeit eben macht. Man trifft sich mal, sei es mit dem Willi, also mit dem Steffen Kaufmann, dann spielst du mal gemeinsam Playstation gegeneinander oder du triffst dich mal zum Fußball schauen nach dem Training dann eben und schaust Champions League an und ja, all das, was halt sozusagen die Männer eben machen und das ist gut, ja. Reisen. Was sind deine Lieblingsländer oder Lieblingsziele, wo du gerne hinfährst? Also ich habe eigentlich schon in Anführungszeichen relativ viel gesehen, weil wir mit der Nationalmannschaft, also Jugend- und Juniorennationalmannschaft, viel unterwegs waren. Das heißt jetzt Argentinien, Ägypten und so weiter, natürlich auch viel in Europa. Wir haben jetzt vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, also meine Frau und ich, das Backpacken für uns entdeckt. Und ich muss sagen, war eine richtig gute Erfahrung. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, dieses Backpacken wirklich an einen reinzulassen. Da war meine Frau relativ entspannt, weil ich dann immer so einer bin, so, boah, wo schlafen wir denn morgen so ungefähr? Nein, und da waren wir jetzt eben viel in Asien unterwegs, also auf Bali, Indonesien, dann eben in Thailand. Aber wir waren auch schon in Mexiko gemeinsam und ja, mal schauen, wo uns die nächste Reise hinführt. Musik? Also ich bin eigentlich generell, sag ich mal, ein offener Musikhörer. Ich höre viel querbeet. Natürlich höre ich auch gern so amerikanischen Rap sozusagen. Also lass es Drake sein, Travis Scott oder so. Aber ansonsten bin ich auch für Klassiker gern zu haben. Also ich höre auch gern mal ein paar deutsche Schlager, wenn man eben unterwegs ist mal oder so. Also dann in der Disco, im Club kommen dann natürlich auch aktuelle Hits. Also genaue Lieblingslieder gibt es bestimmt. Aber ich bin eher so einer, der alles sehr gerne hört. Aber es geht dann schon öfters in die Richtung Rap oder Hip-Hop. Ja. Die letzte Frage an dich. Rimpa ist für mich... Heimat, Heimat geworden, auch wenn es Unterfranken ist, eigentlich bin ich ja ein Mittelfranke, aber dadurch, dass ich jetzt schon so lange eben da bin, jeder weiß, wie sehr ich mit dem Verein verbunden bin und mir macht es einfach Spaß hier mit den Fans, sag ich mal, mit den ganzen Leuten in der Halle eben mich zu unterhalten oder einfach gemeinsame Zeit zu verbringen und die Wölfe sind auch Leidenschaft und Emotion.
Patti, ich danke dir für den Besuch hier bei uns im Studio. Wir werden uns sicherlich öfter noch wiedersehen, sei es denn beim Spiel von 1. FC Nürnberg hier auf Großbild oder so. Jawohl, sehr gerne. Wir werden das Ganze mal verfolgen und da auch ein bisschen drüber diskutieren. Genau. Ich danke dir, Michael. Dankeschön für den Besuch hier bei uns. Danke, sehr gern. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.